Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier wieder bei Hookah, der Kaffeesimulator, das heißt die Shisha-Bar, die wir aufmachen. Und hier wird es jetzt schon ziemlich stressig. Und hier setzen sie, bedeutet fortsetzen. Ist ja auch nicht schlecht gemacht, ne? Gut übersetzt. Und wir haben wieder zwei E-Mails. Oder wir haben zwei E-Mails. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, die E-Mails sehen wir so nicht hier, sondern in unserem Laden. Ja. Ja, wir haben jetzt festgestellt, wir werden sehr schnell müde. Wenn wir die Müdigkeit ignorieren, werden wir ohnmächtig. Alles nicht sehr... Oh, die Tür geht genau... Also ich schaue mir die jetzt mal auf die Nase. Die Möbel gehen zu schnell kaputt und so weiter. Also das sind alles so diese Dinge, die Herausforderungen, die wir jetzt wirklich meistern müssen. Ja, noch ein, zwei Tage, dann sind die Stühle auch schon wieder kaputt. Also der eine zumindest. Die andere, die habe ich erst später gekauft. Genau. Das ist schon ziemlich stressig, ne? So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben hier, haben wir noch eine Tabakliebe und zwei Milch. Also Tabak müssen wir nochmal machen jetzt. Da war ja noch nichts. Da haben wir noch Kohle, haben wir noch. Im Lager haben wir, glaube ich, nichts mehr. Das muss ich jetzt ganz kurz checken. Wir haben 143 Dollar, das ist auch nicht so viel. Aber wir müssen dringend wieder aufmachen, dass wir Geld verdienen können, ne? Das ist halt das. Da steht ein Samen. Ich hatte aber mehrere gekauft. Oh Gott, bleiben die etwa nicht gespeichert oder was? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kann aber auch sein. Ich muss immer wieder jetzt zum Schlafen gehen. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, aus der Serie raus hier aufgehört. Da ist noch ein Kohlenstück drin. Und wenn ich nicht speichere, geht was verloren. Also es kann sein, dass wir jetzt ein Stück zurückgesprungen sind. So, gucken wir mal gerade nach der E-Mail. Wo war das da? Ach, das ist Stadtrat-E-Mails, die komische. Die Androhung von Strafe, wenn irgendwie Müll da rumliegt oder sowas. Hätte ich mir eigentlich nicht sparen können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wir hatten auch zwei Shishas, die haben wir auch. Und eine hatte ich eigentlich im Lager. Ich glaube, naja, 100% sind wir zurückgesprungen. Die hat auch noch ein bisschen Energie, bevor sie kaputt geht. Die nicht mehr so lange. Jetzt müssen wir... Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil... Wir haben die Sprühflasche genau für die Tabak. Genau, da haben wir auch nichts da. Wir müssen den Tag wahrscheinlich jetzt investieren, weil die Zeit so schnell rennt, um erstmal wieder Sachen nachzukaufen. Das bedeutet aber auch, wenn wir einen Tag weniger haben, dass dann irgendwas wieder kaputt geht. Das ist halt schade, ne? Da wissen wir, dass AliExpress meistens am billigsten ist. Lebensmittel, genau. Ich habe mir beim letzten Mal auch die Shisha auf Ersatz gekauft, aber genau das ist ja das Problem. Wenn ich die ins Lager stelle und jeden Tag der vergeht, verliert die auch an Haltbarkeit sozusagen, bis sie kaputt geht. Ne? Also es macht keinen Sinn, Shishas oder sowas auf Lager zu stellen. Die gehen nicht durch Benutzer kaputt, sondern einfach nur durch Zeit und das ist halt schade. Die Kohle glaube ich nicht, sondern die wird nur verbraucht. Da bestellen wir jetzt auch mal eine. Tabak. Wir haben ja genug Geld. Machen wir 10 Stück. Muss halt, wenn ich die Folge beende, definitiv erst speichern. So, Bananentabakgeschmack nehmen wir nochmal eine. Was soll's, das sind ja... Zitronentabakgeschmack, das machen wir später alles. Wenn wir die Rezepte erweitern. Vanilletabakgeschmack, Milchtabakgeschmack, das brauchen wir auch. Mango. Dann nehmen wir auch mal zwei Flaschen. Okay. Das ist dann unterwegs. Wie gesagt, das brauchen wir bald wieder. Tabakliebe nur noch eins da. Und jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Lieferungsdrohnen eingeflogen sind. Also was auch sehr stressig ist, also selbst wenn hier alles voller Tische steht nachher,
Junge, 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 da braucht man erst schon eine Hilfe, der immer wieder die Kohle hier erhitzt. Weil wenn eine Wasserpfeife fertiggestellt ist und die Leute haben das am Tisch, ich wiederhole es nochmal für die Leute, die jetzt die erste Folge noch nicht gesehen haben, die ersten Folgen, die Wasserpfeife steht dann auf dem Tisch bei denen, aber da muss sofort noch eine glühende Kohle hinterhergetragen werden. Also es ist sehr, sehr viel Rennen angesagt. So, der Topf steht mal richtig, da ist noch ein Stück Kohle drin. Das kann man noch hoffentlich benutzen. Es wird hier schon C1 da stehen. Steck etwas in Schränke. Da kommen sie angeflogen, die Drohne, ne? Sieht schon klasse aus. Das dürften jetzt die Geschmacksrichtungen sein. Tragen wir sie gleich mal daher. Und entbinden das Ganze. Ja, das sind die. Okay. Ah ja, Mensch, so. Nee! Ich denke, auch nach dem Speichern werden die noch da sein. Ich habe mich nicht gerade gewundert, aber ich bin mir ziemlich sicher, beim letzten Mal bin ich einfach ausgestiegen und habe nicht damit gedacht, dass das gar nicht automatisch speichert. Aber sowas passiert halt. Wenn man doof ist. So, ja, schön gestapelt, mein Lieber, wenn man. So, keine Ahnung, was da drin ist. Weiß gar nicht, wo ich das auspacken soll jetzt. Was haben wir gekauft? Ah, das, wir haben eigentlich nur überwiegend Fett da drin gekauft. Ah, die Flaschen, okay. Das sind zwei Stück. Oh, das habe ich sie hingeworfen. Müll müssen wir sofort wegräumen, sonst gibt es gleich wieder eine Strafe vom Stadtrat. Also echt, die Zeit rennt viel zu schnell. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob das für ein Game so wichtig ist, dass solche nervische Dinge immer gehandhabt werden müssen. Ich glaube, allein das Produzieren von Tabak und die Shisha fertig machen, die Leute bedienen, allein das wäre schon gut genug für das Spiel, wirklich. Also das ist auch schon stressig genug. Hier die Lieferung wieder einholen und so weiter. Aber dass die Möbel so schnell kaputt gehen, die Zeit so schnell rumgeht, auch die Müdigkeit so schnell voranschreitet, das ist halt schade. Ne? Das also, warum die Entwickler sich nicht mal kundenbedürftig mal ein bisschen Gedanken machen, wie man ein Spiel interessant gestaltet. Ne? Interessant ist es ja eigentlich. Ne? Das sind immer so Kleinigkeiten. Warum muss immer gefragt werden, ja, sind sie sicher mit dem Wegwerfen? Also man versucht einem zu stören ohne Ende, dass man in dem Spiel nicht einfach so schnell vorankommt, wahrscheinlich, ne? So, das dürften auch noch die Geschmacksrichter sein. Ich hatte ja 4 verschiedene Sorte bestellt. Für 2 Tabaksorten im Moment, ne? Weil die später werde ich das weiter erweitern. Aber dann muss hier erstmal eine Regelung her, wie ich das handeln kann mit Personal vielleicht oder sowas. Weil eins steht fest, wenn hier auch die ganze am Wachsen sind, da gibt es nur ein kleines Zeitfenster, um die zu ernten. Und wenn die ganze Kiste voller Samen wäre jetzt und so weiter, um Gottes Wille, das ist ja eine Rennerei ohne Ende. So, und das letzte Kistchen wird schon wieder dunkel. Das wäre dann alles, was wir geleistet haben, aber einen Tag später und dann geht uns schon wieder das Zeug kaputt. Das ist halt unglaublich. Ja, das ist die Kohle. Hab ich ja nur eine Kohle geholt jetzt. Das ist aber auch doof. Naja, egal. Muss so sein jetzt. Wir haben aber noch Zeit, jetzt auf jeden Fall wieder Tabak herzustellen, uns vorzubereiten, dass wir morgen endlich wieder richtig aufmachen können. So, rennt er. Genau, ich will gerade mal gucken. Eine Shisha ist hier. Ja. Die hält morgen auch noch durch. Schon hätte ich jetzt gleich noch eine bestellt. So, dann machen wir mal Tabak. Die Bananenmilch, ein Bananengeschmack, da ist es.
Okay, und ein Milchgeschmack. Ach, der Tabak fehlt noch. Eieieiei. Pflanzen. So, jetzt müssen wir nicht lange warten. Ich hoffe, das kocht so lange weiter. Wird nicht so schlimm sein, wenn es weiter kocht. Oh, das dauert und in der Zeit fließt meine Energie weg. Aber ich kann gegen die Energie wenigstens schon mal was tun, nur gegen Speicher nicht. Ich esse schnell was. Zack. Für 12 Dollar habe ich jetzt wahrscheinlich ein Brötchen gegessen. So, wir haben wieder 100% Energie. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen was leisten. Ich würde ja aufmachen, aber da hinten gibt es so viel zu tun, dass ich hier mich überhaupt um nichts kümmern könnte. Achso, das muss ich auch zum Aufsprühen. Ah, und ist direkt fertig. Das ist gut. Und direkt sammeln. Das ging jetzt, das war gut. Okay, dann können wir hier weitermachen. Jetzt nehmen wir nämlich die Schale. Tabak drücke, Tabak machen, ja. Und der Topf ist gereinigt. Das ist auch fies, dass sie immer anbieten, den Topf zu reinigen. Ich habe das schon mal gemacht. Und dann hatte ich ein Problem. Aber wahrscheinlich... Ja, genau. Regale. Ja, ja, okay, okay. Setzen Sie es ein. Toll. Ah, das heißt, ich könnte hier das ganze Ding voller Tabak machen, dann hätte ich immer, also Vorrat anbauen. Aber wie gesagt, hier muss Personal her, ne, weil das ist Stress hoch 10. Dann machen wir noch eine Melone dazu. So. Dann könnten wir doch eigentlich mal probieren. Ich kann ja, doch, genau. Pflanzen. Nehmen wir noch eine. Probieren wir es mal. Zack. So, die laufen beide. Jetzt nehme ich diese Flasche. Mache aber nur eine fertig. Na, zum Aufsprühen. Nur eine, weil schon schaffe ich das nicht schnell genug zu sammeln alles. So, und dann können wir jetzt hier machen wir dann na, Karamell, Mango, Tabakgeschmack, Zitronen. Also gibt es nachher ganz viele Geschmacksrichtungen. Also die gibt es jetzt schon. Nur ich habe es nicht alle da. Erst die Wassermelone. Die brauchen wir zuerst. So. Dann setzen wir das auch hier gleich ins Lager rein. Ja, und wieder zurück. Da haben wir hier etwas Vorrat. Die Kohle können wir leider nicht reinstecken ins Lager. Also in dieses Regal. Ich probiere es nochmal, ob das doch geht. Würde ja eigentlich Sinn machen normalerweise. Doch, geht doch. Na also, geht doch. Dann bestellen wir gleich nochmal Kohle nach. Das ist eine gute Idee. Geschäft, zack. AliExpress. Dann machen wir doch gleich folgendes. Einmal Kohle nochmal. Na zwei, ich muss aufpassen, das Geld geht schnell vorbei, wenn morgen was kaputt geht. Bananenfahrt. Honiggeschmack haben wir noch. Zitronengeschmack. Was haben wir noch? Haben wir Vanille? Dass man den Leuten was anbieten können auch, ne? Mango, auch zwei. Ja, das soll mal gut sein, komm. Das, Energie haben wir noch, nur dass wir bald wieder aufmachen können. Nach 0 Uhr, wie gesagt, ist das alles wieder ein Deut weniger und hier der Stuhl werden wir wahrscheinlich morgen früh verlieren, ja. Aber dann könnten wir gleich einen Stuhl noch hinterher bestellen. Oh, es wird echt langsam teuer.
So, ist der Stuhl auch noch unterwegs. Ich hoffe, die Drohne kommt gleich an. Ist nicht vergesse, dass da... Ist schon zu spät. Es ist, das wollte ich nämlich sagen. Ne? Also wenn man da vorne dann zu tun hat, hier das alles am Wachsen zu lassen, das ist Stress. Also dann kann ich nur hier in dem Raum bleiben eigentlich. Ja, das haben wir jetzt leider verloren. Da vorne kommen schon die Drohnen an, die Postdrohnen. Ach, ist die Kohle. Bringen wir die gleich vorne ins Regal. Da ist nichts drin. Achso, das ist wirklich Regal für Regal, ne? Sehr gut. Setzen Sie es ein, okay. Weil dann haben wir das, das ist schon wichtig, dass das immer da ist. Ne? Das muss ich immer wieder sagen. So, haben wir natürlich den Kasten blöd abgestellt. Hätte man gleich da vorne hinstellen können. Es steht halt leider draußen nicht drauf. Also mir können es zumindest nicht lesen. Ne? So, jetzt aber ein bisschen Spurte, dass hier was passiert noch. Da kommt der letzte Karton wahrscheinlich. Ist doch furchtbar dunkel hier drin, ne? Irgendwie, also... Mir geht halt irgendwann das Geld aus. Schon würde ich hier Stunden verbringen damit, erstmal hier richtig auf Vorrat zu bauen, damit man da drin arbeiten kann. Ne? Also, aber da geht mir irgendwann das Geld aus. Das dauert wohl noch ein paar Folgen, bis es, sagen wir mal, so im Griff ist, dass ich gemütlich vorbereitend da Tabak machen kann, vorne die Leute bedienen kann. Und idealerweise mit Personal. Aber Personal habe ich gesehen, die können, glaube ich, im Moment nur kochen oder so. Also das hier muss ich grundsätzlich immer machen. Wahrscheinlich. Das muss man halt noch rausfinden. So, die eine Kiste da draußen wird der Stuhl sein. Davon hätten wir jetzt mal genug da. Tabaksamen haben wir jetzt leider ein Päckchen verschleudert. Das ist der Stuhl. Wie sieht er eigentlich aus? Mülltonne. Jawohl, der Stuhl geht erst morgen kaputt wahrscheinlich, ne? Ich lasse die Kiste mal, wie sie ist. Ich will doch mal gucken, ob der Stuhl da drin safe ist oder aber auch schon ein Dings verliert. So, jetzt, was wollten wir machen? Wir wollten, machen wir noch irgendeinen Geschmack, Richtung machen wir noch. Oder zwei. So, jetzt nehmen wir die Flasche. Wir sprühen aber nur eins. Hopsa. So, das ist schon fertig. Sammeln. Dann machen wir Karamell-Tabakgeschmack. Mal gucken, ob wir das haben. Ja. Einmal Karamell und getrockneter Tabak. Tabak machen. Nehmen und zack. Das bringen wir nach vorne. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also man muss die Zeit gut im Auge behalten. Sorry, Leute. Ich habe einen Hähnchenspieß im Hals. So, das geht natürlich hier dabei. Ja, schließen. Da werden wir jetzt mal hier gut vorbereitet. 92, komm, wir können die Flasche, die können wir aber Geld einsparen. Die Zeit kann man abwarten. 6:20 Uhr morgens, ne?
damit ich nochmal beim Bäcker nochmal was kaufe. Dann hätte ich geschlafen. Das kostet mich wenigstens nichts. Boah, das dauert aber schon lang. Nehmen wir doch die Flasche, komm. Da ist immer noch drin für einmal, okay. Und dann machen wir jetzt Mango und Zitrone, okay. Einmal Mango. Ja, komm, verschwinde. Und einmal Zitrone. Und Tabak. Tabak machen. Tabak nehmen. Tisch verlassen. So. Damit hätten wir mal genug. Dann machen wir das hier rein. Und wir öffnen und lassen mal die Leute. Wie ist jetzt? Wir haben doch der Tag schon wieder rum jetzt. Oder ist das immer nur, wenn ich schlafen gehe? Das ist dann. Wahrscheinlich, ja, weil dann wird immer angetagt, Tag 5, Tag 6 und so weiter. Ich vermute echt, dass immer wenn ich schlafe gehe, wir an. Also brauche ich nur eins machen, ich darf nie schlafen gehen. Nur wenn ich speichern muss. Das dauert natürlich wieder einen Augenblick, bis die Leute kommen. Dann aber richtig. Warte, wir können doch eigentlich vorbereitend den Tabak nehmen und hier schon mal voll machen. Ja, nochmal. 3, 4. Jetzt ist das Paket leer natürlich. Dann müssen wir an unser Regal. Flavor, Flavor, Flavor. Kohle. Achso, offen. Hm. Nimm das raus, okay. Das ist auch cool, das ist gut, dass man dann wenigstens hier mal ein bisschen was Vorrat reinstellen kann. Ein bisschen was muss aber auch noch hier bleiben. Jetzt gibt es wieder Mecker von Amt. Stadtrat. Jetzt hoffen wir mal, dass es gut funktioniert, dass wir hier jetzt mal ein bisschen an Kohle rankommen. Ja, was ist los? Mir aber auf, hallo. Ah. Bevor es losgeht, schnell noch ein Brötchen zwischen die Kieme. So, Energie haben wir wieder. Weil wenn die abläuft, schlafen gehen geht nicht, solange die Leute da drin sind. Kann natürlich sein, dass ich dafür eine Strafe bekomme, nur weil der Karton hier rumsteht. Ich mache den mal lieber schnell ins Lager. Also wenn die erste Person reinkommt, geht's rund. Das sage ich euch, ne? Wenn die erste Person reinkommt, dann geht's richtig rund. Warum stehen eigentlich die Namen jetzt nicht hier? Das ist doch auch blöd, das weiß ich gar nicht. Tabakkaramell, nimm das raus, genau. Ich muss das hier erstmal bereitstellen auch, ne? Die andere Flavors. Und das war noch neu. Nee. Tabakbananenmilch. Tabakliebe. Tobacco Ladykiller. Nimm das raus, oder? Doch, das passt hin. Ich wollte gerade sagen, ja. Sonst war hier. Ne, sonst war nur Kohle und die anderen zwei sind nur Ersatz. Okay. Hab ich schon wirklich aufgemacht, den Laden? Das gibt's doch gar nicht. Da kommt schon der erste. Bleiben wir gleich hier. So, wenn der bestellt, muss ich gleich hier die Kochplatte noch anschalten. Damit die Kohle schon mal glüht. Jawohl, komm ran, guter Mann. So, dann schauen wir mal. Kunden holen. Ist nur eine. Lass mal da hinten mal sitzen. Was möchte dann? Oh, lecker Fischbörtchen. Könnte ich auch mal wieder essen. Kaffee und ein Tabakkaramell will er. Ne? Schon verkaufen wir gleich das Neue. So. Verlassen.
Kohle machen wir gleich an. Und jetzt geht's hier los. So, die Shisha hinstelle. So. Nehmen. Zack. Ledige Tabakaramell, da ist er. Zack. Kohle nehmen. Zack. Shisha nehmen und Arbeitsplatte verlassen. Kaffee kochen. Da sind schon die nächsten. Ja, da geht der Stress schon los. Oh, seine Rennerei wieder. Die sitzen auch nicht lange. Dann gehen die wieder weg. Da muss der Tisch sauber gemacht werden und so weiter und so weiter. Ihr könnt es euch ja vorstellen, ja. Etwas, was man im Berufsleben gar nicht haben will, macht man hier in der Freizeit mit dem Spiel. Verstehe ich zwar nicht, aber ist halt so. Klingt komisch, ist aber so. Bitteschön. Das haben wir schon mal abgestellt. Und die Kohle duftet schon. Die holen wir mal schnell ab. Waren das 7 oder waren das mehr? Weil nicht, dass das, je länger ich das Ding da draufstehen lasse, dass die auch verschwinde. So, das haben wir gemacht. Damit kriegen wir auch volle Bewertungen. 6 Stück sind jetzt noch drin hier. Stellen wir die gleich wieder drauf und die nächste Kunde bedienen. So, zack. Das sind 3er, okay. Und die hätten gerne einen Tabakkaramell. Und ein Kaffee. Nur einmal. Das sind 3 Leute. So, okay. Dann nehmen wir gleich die nächste Shisha. Der ist schon wieder fertig. Jetzt muss hier wieder sauber gemacht werden. Ja, 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 ja. Da geht der Stress schon los wieder. Das sind immer noch 6, okay. Okay, Trinkgeld haben wir auch bekommen. Machen wir schnell sauber. Das muss jetzt wieder weggeworfen werden. Oh, und dann die dämliche Fragerei jedes Mal. So, die Shisha holen wir auch schnell vom Tisch. Da oben wieder drauf. Und jetzt weiter. Jetzt haben wir schon wieder vergessen, was... das, ah, hier steht es noch. Tabak, Karamell und Kaffee. Okay, der Kaffee lassen wir schon mal brühen. So. Tabak Karamell. Da kommt gut an, ne? Das ist gut, dass ich das Produkt geholt habe. Das ist fertig. Zack. Oh, das Brett fällt gleich ohne, ey. Der Kaffee noch da drauf. Und das Tablett nehmen. Aber wenn die alle noch hier in Schlange stehen. So, zack. Das steht schon mal bereit. Jetzt schnell die Stück Kohle wiederholen. Und zwar ganz schnell. Schon sind die nämlich schon fertig mit dem Rauche. Mit dem Dampfe. Oder wie auch immer das nennt. So, Kohlen wurde aufgelegt. Okay, das ist nämlich ganz wichtig. So, die Polizistin jetzt. Gib mir doch aus den Füßen, Mensch. Topf wieder drauf. War da hinten wieder jemand fertig? Nee, mehr könnte der nächste Kunde bedienen. So. Kunde holen. 4 Stück. Gehen da hinten an den Tisch. Schon wieder ein Kaffee und ein Kabak-Taramell. Stellen wir hier gleich mal bereit. Einen Kaffee machen. Jetzt ganz, ganz schnell den Tisch sauber machen. Ihr seht, wie es läuft, ne? Die ist gleich kaputt. Jetzt ist jetzt doch beim Gebrauch. Also ich habe das Gefühl, es geht nach Zeit und jetzt keine Ahnung. Tabak Karamell. Ist fertig. Jetzt noch schnell das Kaffeechen. Sieht eigentlich aus wie Cappuccino. Achso, Rennen ist schon angesagt, ne? Also ich will noch sagen, weil lange bleiben die Lid am Tisch sitzen und warten, bis die Bestellung angeliefert wird, ne? Also das ist halt ein Problem. Aber ich glaube, das war eine gute Idee, hier also die Kohlenstücke hier alles vorzubereiten, voll zu machen. So.
So, und der nächste Kunde wieder bediene. Gucken wir mal, wie es läuft jetzt. Das ist nur einer jetzt. Super. Ein Tabakkaramell. Das ist, läuft jetzt richtig gut. Also, nein. Kann ich doch gar nicht. Halt, stopp, zurück. Ich habe das Gefühl, die laufen die ganze Zeit weiter. So. Der Verschleiß läuft von alleine ab. So, zum Tischbringer geht nur mit Tablett. Bei der Gelegenheit muss ich auch das mal kurz erklären. Irgendwie, was hier Schlange stehen, die Leute. Da hinten muss der Tisch sauber gemacht werden, aber erst die Kohle holen. Das ist ganz wichtig. Schon kann er das nicht richtig rauchen, das Zeug. Und da gibt es eine schlechte Bewertung und weniger Geld. So, Kohle hat er bekommen. Okay, Tisch sauber machen. Kein Geld? Oh, das gibt's. Hat er jetzt nicht bezahlt? Oder ich verstehe das nicht. Warum kriege ich jetzt hier kein Geld? Ach so. Warum habe ich jetzt? Ja, komm schon. Der hat Geld dagelassen. Das ist alles gut. Ja, aber. Geht gleich weiter, Leute. Geht gleich weiter. Muss erst gefragt werden, ob ich den Müll wirklich wegwerfe. So. So, Tische werden wieder bereit. Einsatzbereit. Junge, ich muss mich an der Nase kratzen. Das macht keine Zeit für irgendwas hier bei dem Spiel. Vier Leute. Okay, das ist gut. Oh, jetzt wird es langweilig. Warum machen die dann jetzt... Also der Zuwachsfaktor läuft jetzt nicht gut. Wir haben so viel hier. Der Kaffee schon mal vorbereitet. Also wenn der Tabakkaramell leer ist jetzt hier, da habe ich jetzt keinen Vorrat davon. Dann ist es nicht schlimm, dann werden die Leute automatisch schon was anderes aussuchen. Also, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Aber ich finde es nur komisch, dass jetzt jede Bestellung nur dasselbe ist. So, jetzt schnell die Kohle holen. Noch drei Stück sind drin. Kohle fehlt. Ja, ich komme. Ist das eigentlich okay, wenn das immer nur eins ist? Nicht, dass er noch mehr rein müsste oder so. So, noch ein Kunde kriegen wir hin. Und dann wird es langsam schwierig. Das wird ja nur einer jetzt, okay. Ein Tabakkaramell, das gibt's doch nicht. Nimm das raus, okay. Dann machen wir noch gleich eins rein. Oder zwei. Wasserpfeife schnell holen. Hier ist der Tisch wieder fertig. So, Tabakkaramell ist leer. Da war, hoffentlich war da kein Kaffee dabei. Nee, okay, habe ich das beinahe wieder vergessen. Ja, das bringt nichts. Die Kohle muss extra an den Tisch gebracht werden. Ich meine, das ist schon bewusst so gemacht. Und das muss jetzt schnell gehen. Es ist furchtbar, ne, dass die Leute dann genau hier in den Füßen stehen. Dann hätte ich die von vorne nehmen können. Alles schon bewusst so gemacht. Jetzt muss der Tisch sauber sein. Ach, das muss ich auch noch draußen an den Müllcontainer laufen. Ich hab den Müll in der Hand. Komm, nimm's doch gleich mit. So.
drei Leute, okay. Setzt euch da hin. Macht's euch bequem. Aha, Kaffee und Tabakbanane. Halt. Tabakliebe. Tabakbananemilch. Ist es das oder nicht? Bin ich jetzt gerade bisschen. Ne, da oben. Ah, oh Gott. So. Der Kaffee schon mal brühen. Tabak-Bananemilch, jawohl. Ja, hat er nicht genommen. So, jetzt das Tablett und schnell, geschwind wie der Wind. Ich glaube, je schneller ich den Topf holen kann, quasi scheiß, umso schneller gibt es eine bessere Kohle. Gibt es besseres, schneller Geld wahrscheinlich. Jetzt muss ich wieder davor laufen, ich muss erst den Tisch wieder sauber machen. Okay, sauber, das geht auch ziemlich schnell, aber es muss halt immer wieder weggeworfen werden. Ne? Und jetzt mal würde ich mit der Maus einmal klicken, aber es geht nicht. Ne? Also immer muss alles eingehalten werden. Das nehmen wir gleich mit. Tisch ist ja sauber jetzt. Die ist gleich hinüber und dann so. Die können wir noch bedienen. Wieder eine Person nur, okay. Ladykiller, okay. Tobacco Ladykiller. Nehmen und verlassen. So, danach können wir wahrscheinlich gleich zumachen, weil irgendeine Shisha geht gleich kaputt. Da kommen wir jetzt nicht mehr dran, stehen die Leute wieder in die Füße. Da können wir wieder Vorräte nachkaufen. Noch 24, meine Lebensenergie ist auch gleich wieder weg. Und wir haben 23 Uhr, ist der Bäcker wahrscheinlich so da drüben, oder? Ne, der ist noch offen. Dann ganz schnell, weil schon geht's hier in die Hose, ne? Wenn ich hier ohnmächtig werde, das bringt gar nichts. Kommt nicht so lange, ich muss wieder weg. Energie ist wieder da. Da haben wir das wenigstens wieder erledigt. Jetzt schnell wieder rein. Was war da hinten noch? Da war sauber zu machen wieder. Es ist Geld wieder weg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sofort hinlaufen muss, bevor das Geld weg ist. Jetzt hätte ich das schon wieder umsonst gemacht, dahin wahrscheinlich, die ganze Job. Es ist gut möglich, ne, dass wenn der fertig ist, dass ich sofort das Geld hole. Die ist auch schon wieder fertig, ne? Oh, Leute, helft mir. Das ist gut möglich, dass wenn ich so lange warte, dass das Geld dann weg ist. Also wäre ja ein Tisch am besten normalerweise zu besitzen, ne? Sonst wird hier ja alles chaotisch. So. Ein Kaffee und einmal Tabakliebe. Da. Ja, halt stopp, das war falsch. Erst so, jetzt nehmen. Tabakliebe. Und wieder losrenne. Da muss wieder Kohle nachgelegt werden, sehe ich gerade. Boah, das sind ziemlich viele Punkte, wo man permanent hinterherlaufen muss. So, schnell die Kohle holen. Also, das ist jetzt ungefähr das Spieltempo, ne, bei diesem Game. Kohle fehlt. Ja, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Da ist jetzt nichts mehr drin. Aufsetze, die Kohle nehme und hier nochmal auffülle. Ja. Oh, die Kohlepackung ist auch schon wieder leer. Oh, Junge, Junge, Junge.
nimm das raus. Die Dampf noch. So, dann schnell Kunde hole. Eine, zack, leer den Tisch aus. Tabak-Bananemilch, die war da oben. Jetzt sind die fertig, jetzt muss ich schnell dahinter. Das kann schon sein. Also wahrscheinlich, je schneller ich den Tisch sauber mache, umso mehr Geld bleibt dann noch über. Der ist gleich im Mülleimer wieder voll, dann habe ich noch einen Umweg an den Müllcontainer zu erledigen. Und ganz ehrlich, das würde doch tierisch ärgern, wenn man jetzt so bemüht, die Leute hier zu bedienen, dass ich dann ernsthaft Geld verliere. Was ist jetzt? Dreimal? Doch, hat er. Tabak Ladykiller. Ladykiller hier einmal und einmal Kaffee. So, die mache ich jetzt noch fertig. Die andere werde ich nicht mehr bedienen. Dann muss ich zumachen, weil es gibt einiges nachzukaufen wahrscheinlich. Ladykiller. Sitzt noch jemand am Tisch? Habe ich da eine Bestellung vergessen auszuliefern? Ich komme ja bald nicht mehr durch hier. Der sitzt doch noch. Warum sitzt da einer am Tisch? Ich habe doch gerade überlegt, kann doch gar nicht sein. Aber dann bleibt der eh nicht lang. Weil, wenn ich den jetzt vergessen hätte oder sowas, die warten nicht lang auf ihr Bestellung, dann sind sie verschwunden. Das ist halt der Nachteil, weil die bezahlen tatsächlich erst danach. Aber der Tabak-Bananemilch. Tatsächlich. So, dann schnell hinterher, bevor der weg ist. Oh. Hinter der Tisch ist fertig. Oh Gott, was eine Rennerei, ey. Ich muss aber erst die Kohle holen und in der Zeit verliert man hier nur das Geld wieder. Ich sehe es kaum. Es ist doch schon wie verabredet, dass die Leute hier auch störend rumstehen, damit ich es noch schwieriger habe in dem Game. So, die Kohle hätten wir noch gekriegt. Oh, jetzt ist bestimmt der Müllsack voll. Achtung. So, ich wusste es genau, jetzt laufe ich nochmal raus. Ich werde noch wahnsinnig. Aber Müll muss raus, das wisst ihr alle. Ich komme nirgendwo durch. Die stehen aber echt störend, ne? Das ist aber ganz klar. Ja, er war zufrieden, wunderbar. So, jetzt machen wir die Bude zu. Das ist schade, da sind so viele Leute, ne? Guck mal, bis dahin steht die Schlange. Ja, viele gehen schon weg, weil es zu lang dauert. Boah, jetzt kommt man nicht durch. Tische sind sauber. Naja, eine könnte man noch mitnehmen. Wo ist diese Shisha, wo ja fast aufgebraucht ist? Nehmen wir die. Bedienen wir noch einen Kunden. Da ist noch ein Stück Kohle drin, da passt das. So, okay. Nehmen wir vorne den Tisch. Tabakliebe. Ah, hier schon wieder. Erst rein in den Prozess, so. Da, jetzt ist es kaputt gegangen, ne? Ihr habt es gesehen. So einfach geht das. Zack, jetzt muss ich diese nehmen. Die ist auch gleich kaputt. Wollte die eine Tabakliebe haben? Ich habe keine Tabakliebe, oder da drin noch? Doch, oh Gott, wir haben noch eine. Ja, seht ihr, wie gut das ist, Vorrat zu haben.
Die Stühle sind auch schon kaputt, also es macht keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt schließen. Das geht aber erst, wenn der fertig gegessen hat. So, der Topf ist jetzt auch leer. Fertig gegessen hat, wenn er fertig geraucht hat. So, ist aus. Jawohl, haben wir ausgemacht. Puh, das war jetzt stressig. Aber $511 haben wir jetzt, ne? Jetzt haben wir ein bisschen mehr, jetzt kann man ein bisschen mehr auf Vorrat vorbereiten. Zack, Stuhl ist kaputt. Kaputt. Schade, das ist echt schade. Ne, der hält noch eine Runde, aber der ist morgen kaputt. Also geht's doch scheinbar auf Verbrauch. So, dann machen wir die Bude zu jetzt. Oh, da kommen noch mehr Leute. Ja, jetzt sind sie alle stinkig. Oh, tut mir leid, Leute, aber bei mir läuft's nicht so. Achso. Ich kann jetzt 2 Shishas kaufen. 2 Stühle, eigentlich könnte ich wieder 4 Stühle kaufen. Also ich finde das schade. Da sind noch 5 Stühle. Oh nein, die sind alle kaputt morgen. Oder ich meine, ganz ehrlich, Leute, was haltet ihr dort davon? Ich meine, das ist doch nervig, ne? Ich meine, das Spiel, ihr habt ja gesehen, ist alleine schon eine Herausforderung. Der Stress, diese Hin- und Herlauferei, aber das selbst der Mülleimer kann, ist morgen kaputt, das sehe ich gerade. Super. Super. Mülleimer auch noch kaputt morgen. Der Besen wahrscheinlich auch dahinter. Das gibt's nicht. Achso. Aufheben. Achso, zum Reinigen so. Was noch ein Symbol? Ist da jetzt der Tisch auch noch kaputt? Aber ich glaube, Tische gehen, glaube ich, nicht kaputt. Na, aber wie gesagt, was haltet ihr davon? Ganz ehrlich, ich meine, das Game macht wirklich Spaß, wenn dann wirklich hier, es muss Tabak gepflanzt werden, es muss Tabak hergestellt werden, die Geschmacksrichtung, es muss alles vorbereitet werden. Jeder, was ein Unternehmer genauso machen muss. Ja, und das, aber wenn das dann unfair gemacht wird, ne, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Tabaklader einen Kaffee aufmache, egal was, und kaufe mir einen Stuhl, der Stuhl, den kann ich 10 Jahre da stehen lassen, bis ich den vielleicht mal austauschen müsste. Ich sah schon in den Cafés, da waren die Stühle noch älter. Dass es dann immer in so Unnichtigkeiten dann festgehalten werden muss. Was ist denn da? Warum leuchtet das da auf? Ah, Stuhl. Ah, der Stuhl fehlt. Ne? Das will er mir sagen. So, komm, bevor meine Energie abläuft, dann schnell nachbestelle. Ich bin hier schon gar nicht mehr durch. Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder Tabak machen, ne, und alles. Geschäft. Ne, warte, dann muss ich erstmal da vorne hin. Das kann ich alles schon mal nachkaufen jetzt. Dekorationen, das fehlt bei uns auch noch eigentlich, ne? Komm, dann werden wir so eins mitbestellen. Zum Renovieren kommen noch gar nicht. 2 Shishas brauche ich auf jeden Fall morgen. 2 Kohle. Nicht 1, was mache ich dann? Haben wir noch 6 Stück überall. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Geld verdient. Also so funktioniert es dann schon. Aber ich rechne echt mit einem Arbeitstag und dann kann man das Inventar nochmal neu kaufen. Ich bin jetzt stehen geblieben bei Vanille, glaube ich. Ne, bei Milch. Und die Vanille hat mir noch gefehlt. So, Wassermelonen nochmal nach.
Da reicht erstmal das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, wir haben im Lager noch eine. Mindestens eine. Die gehen auch bald kaputt. Die können auch kaputt gehen. Wie sieht es überhaupt aus bei denen? Kann man jetzt gar nicht erkennen, ob der kaputt ist oder nicht. Ah nee, da kann man ein zweites Kochfeld, das wäre interessant. Obwohl, aber ein zweites Tablett wahrscheinlich später, ne, oder keine Ahnung. Ach ja, das. So, die Lieferung ist angekommen, dann, bevor meine Energie weg ist, schnell rein. Oder wir kochen erstmal, wir bereiten es erstmal richtig vor, dass hier wieder alles. Oh, jetzt kommt die Drohne hier angedonnert. Oh, jetzt geht die Rennerei wieder los. Falls irgendjemand von euch schon draußen gewusst hat, was Stress ist, hier ist es. Das sind wahrscheinlich jetzt Stühle. Also mal hier stehen. Na. Ah, naja, Bild. Hängen wir mal an die Wand. Zack. Was auch immer das bringt. Eins von vier steht da drauf, also ist nur ein Gegenstand drin. Ah, der Ersatzmülleimer, okay. Da kann man hinstellen auf jeden Fall schon mal. Das ist wahrscheinlich eine Shisha. Ja, jetzt macht doch schon auf. Der Besen ist das, den machen wir auch da rein. Ja, lassen wir da mal stehen. Wichtig ist, dass wenn wir hier schon wieder nachfüllen und so weiter und neue Möbel und so weiter kaufen müssen, ich sehe jetzt, ich habe immer noch $259 im Moment und das ist schon mal gut, ne? Dass also nicht zu schnell durch die Investitionen gleich wieder alles kaputt ist. So, zack, stellen wir da hin. Die stellen wir auch da vorne, die brauchen wir eh behalten, Kürze. Hätte ich den Karton auch dahinter tragen können. So, das sind dann wahrscheinlich die Stühle. Ja, 7 Stühle sind das. So ein Tisch muss natürlich wieder vollständig sein. Ach, sag. Ich würde ja echt noch einen zweiten Tisch daneben dran stellen. Nur, der ist ja schon so gut wie kaputt. Aber die können wir doch eigentlich da hinstellen. Die Frage ist echt nur, weil ich habe das Gefühl, dass sie auch mit der Zeit kaputt gehen, also ohne zu benutzen. Was die Sache nicht gerade angenehmer macht. Aber das werfen wir gleich raus. Da ist ja auch noch ein Stuhl drin. Moment, kommen wir gerade. Ja, nee, der ist noch ganz frisch. Oh, ich werde schon wieder. Oh, mein Wetsch wieder ganz schummrig vor Augen. Ich muss ganz schnell ein Brötchen essen. Das hilft wenigstens schon mal. So, Energie verstärkt. Nehmen wir gleich noch eine Kiste mit rein. Die leere Kiste damit raus. Hier geht was in dem Spiel, oder? Hier geht was. Also ich kann es nur empfehlen,
es macht trotzdem Spaß, auch wenn es ein bisschen nervig ist wegen den schnellen Verschleiß, schnelle Uhrzeiten und schnelle müde werden. Das ist ein bisschen heavy. Ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Ne? Wir sind jetzt in der Lage, alles hier herzustellen mittlerweile. Der Kiste muss ich auch noch mit rausnehmen. Und ich stelle das mal da hin und hole jetzt mal die andere Kiste hin raus, dann ist sie gleich weg. Wir kriegen noch eine Strafe vom Stadtrat, wenn wir hier so viel Müll rumstehen haben. Auch die Kartons hier müssen weg, natürlich, ne? Und schnell wieder raus. Ups, das war falsch. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir auch Vorrat. Das heißt, da brauchen wir das am nächsten Tag nicht alles wieder nachzukaufen. Je mehr Vorrat wir haben. Und da wird langsam unsere Kohle nach oben gehen. Und dann hoffe ich, Leute einstellen zu können. Dann wird es interessant, wenn wir das ausbauen. Was ist das Große jetzt? Da muss man kurz reinschauen. Ah, Kohle, 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 Kohle. Ohne Ende. Da muss aber noch ein Karton mit Kohle sein. Die habe ich dummerweise separat nachbestellt. Ja, hier. Das ist bestimmt die Kohle jetzt. Komm, lass es doch gleich hier. Na, hier kann man es nicht abstellen jetzt. Fallen lassen geht auch, das geht. So. Bringen wir die Kohle gleich ins Regal. Ist auch noch ein bisschen wenig. Also Kohle kann sogar mehr sein normalerweise. Weil eine Stiche herzurichten kostet schon zwei Stücke Kohle. Müll ist wieder weg. Oh Mann, 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 was eine Rennerei. So, halt. Ich muss bestimmt da rein damit. Nochmal Tabak. Ach, Samen. Tabaksamen. Da werden wir gleich noch ein bisschen Tabak kochen, würde ich sagen. Das gute Sprühmittel. Und gleich haben wir es. So, letztes Kistchen. Das wird auch noch Geschmack sein. Dann haben wir erstmal alle Geschmacksrichtungen da und davon auch reichlich. Ja, das wird hier die. Kann man jetzt nicht sehen. Gut. Ach, schon wieder falsch. So. Ja. Den nehmen wir gleich mit dahinter.
So, die gehen noch morgen kaputt. Oder die sehr bald. Aber da habe ich direkt Stühle da zum Austausch. Ich hoffe, das funktioniert so, was ich mir vorstelle. Die ist auch morgen kaputt. Die zwei Wasserpfeifen, ist eh klar. Zwei Kohle ist noch ziemlich wenig. Eine Tabakbanane haben wir noch da drin. Eine Tabakbanane wird auch leer. Ne? Das ist wunderbar. Dann haben wir noch einen Vorrat. Dann kann ich da drin versuchen, jeweils 5 Stück würde ich machen. Jede Geschmacksrichtung 5 Stück, dass ich das Regal schön voll bekomme. Und dann läuft das bestimmt. So, und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir schlafen. Müssen wir schnell wieder zurück zum Bett laufen. Aber ihr wisst ja was, ihr braucht gar nicht mitzulaufen, wenn ich jetzt schlafen gehe. Ich gehe jetzt schlafen und so weiter. In der nächsten Folge beginnen wir frisch am neuen Tag eine neue Folge. Also bis bald. Ciao, ciao, ciao.